Nee, hasst mich irgendwie. Naja. Wenigstens können wir die 80 Gramm halten. Ziemlich. So, wir fahren 15 Stunden ungefähr. Wir haben 1000 Kilometer vor uns. Allerdings fahren wir auch mit einer Fähre. Ich glaube, wir fahren mit einer Fähre und nicht mit dem Tunnel. Mal gucken. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man hier mit der Fähre oder mit dem Tunnel fährt. Okay, wir fahren mit dem Zug. Ich dachte, wir fahren mit einer Fähre. Jetzt habe ich ganz falsche Hoffnung gemacht. Nein, ich dachte nur gerade, wir fahren mit einer Fähre, weil wo ich gerade schon den Aufnahmeversuch gemacht habe, ohne das Mikro anzuhaben. Ja, da... wie heißt's? Da musste ich einen viel längeren Weg über das Meer zurücklegen und diesen Weg hatte ich gerade im Kopf. Deswegen dachte ich, wir fahren mit einer Fähre. Weil da wäre dann eine Fähre gefahren. Ja. 80 km/h schön gemütlich auf der Autobahn. Nicht so schnell, nicht so langsam. Okay, vielleicht ein bisschen zu langsam. Aber wir spielen ja auch nicht den Rennsimulator 2095, sondern wir spielen ETS 2. So, da vorne geht auch schon runter von der Autobahn. Beziehungsweise auf eine andere Autobahn drauf. Weiß ich gerade gar nicht. Das sehen wir gleich. Bin schon ganz gespannt. So. Ich weiß gar nicht, ob man hier blinken muss. Wie schnell darf ich hier fahren? 40. So, schön langsam abbremsen. Und im achten Gang ist das schön im grünen Drehzahlbereich. Passt alles. Und Vollgas. Also, für die Autos Vollgas, für mich 80 km/h. Wie immer, nehme ich so eine LKW-Beschränkung. Ich weiß gar nicht, ob das fachabhängig ist, ich denke mal schon. Umso größer die Fracht, desto langsamer darf man nur fahren. Ist ja auch verständlich, weil umso größer irgendwas ist, umso schwerer ist es auch zu kontrollieren. Auch wenn man irgendwelche tollen elektronischen Hilfen hat. Ja, wird zu einer gewissen Größe eben immer schwerer zu kontrollieren. Das reicht, wenn dann die Geschwindigkeit auch noch hochgeht. Das würde das Ganze dann noch viel gefährlicher machen. So, noch ein bisschen auf den Gashebel. Den Tempomat an. Auf 80. Passt. So. Der Tempomat. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Ach ja, ich glaube, ich hatte ja einmal erzählt, ich habe zwei Strecken aufgenommen, die ich aber nicht hochgeladen habe, sondern wieder gelöscht habe, weil die einfach eine Katastrophe waren. Wegen meinem Mitkommentator. Muss man einfach zugeben. Ich sag's, wie es ist. Und bin ich auch wirklich auf 80? 190, 80. Gut. Genau. Und ich glaube, wir hatten einmal das Thema, damit man den Tempomat jetzt hier so regulieren kann und deswegen bin ich drauf gekommen, dass es den Tempomat überhaupt noch gibt. So, die Schilder sagen, ich muss nach links. Oder? Ja. Nein. Die Schilder lügen. Naja. So, 14 Stunden Fahrt noch vor uns und 30 Minuten. Mal gucken, wie lange wir davon auf See sind. Ja, die Fahrten werden jetzt eh allgemein ein bisschen länger, weil ich ja zurzeit die Fernfahrten hochhau. Ne, ist klar. Ich halt längere Fahrten fahren kann. Bringen dann halt auch natürlich mehr Geld. Auch wenn man eigentlich für den Höchstpreis pro Kilometer gehen müsste, aber da gibt es ja noch teilweise Strecken von, jetzt in dem Fall Frankfurt nach Frankfurt. Also man bleibt einfach in der kleinen Stadt und bekommt dann für ein paar hundert für.
ist halt eine kurze Strecke und wenig Geld, wo man einen hohen Streckenpreis hat. Also, ich denke mal, es wird so eine optimale Streckenlänge geben, sage ich mal. Also, damit man eine Strecke, die sollte über Kilometeranzahl, was weiß ich, sein. Und dann halt über der Kilometeranzahl, die mit dem höchsten Streckenpreis. Das dürfte dann am lohnenswertesten sein. Weil ich meine, ist ja jetzt egal, ob das jetzt 100 Kilometer sind oder 1000. Wenn der Streckenpreis der höchste ist, dann geht das ja klar. Aber wenn das jetzt eben nur 10 Kilometer sind, dann ein bisschen wenig. Okay, was heißt 100? 200, 300 meine ich. Ne? 100 ist ja auch in ETS 2 eine nicht so verbreitete ja, Streckenweite, sage ich mal. Also die Strecken sind dann schon eher länger. So, mal gucken, was auf dem Schild steht. Ist doch ganz interessant. Das ist ja krass. Ja, irgendwie muss ich ja die Zeit überbrücken. Irgendwas muss ich ja sagen. So, wir müssen nach links. Und wir können geradeaus weiterfahren. Nee, können wir nicht. Lügner. Also, das Schild, ne? Weil auf dem Schild, ja, da stand linke Spur geradeaus und rechte Spur geradeaus und abbiegen nach rechts. Also habe ich geschätzt, okay, die rechte Spur geht auch geradeaus, aber man kann dann später noch nach rechts abbiegen. Ja, vielleicht deute ich die Schilder auch einfach nur falsch. So, da vorne ist eine Tankstelle, brauche ich irgendwas? Nein. Bisschen Fahrkönnen vielleicht. Bisschen mehr auf die Straße schauen. Aber sonst nichts. Ausgeruht bin ich noch einigermaßen. Und Tank habe ich ja auch erst gerade getankt. Das wird es für die nächsten paar Strecken wahrscheinlich erstmal reichen. So, ist da der Grenzübergang nach Frankreich, ne? Ja, genau, ich war über Frankreich und von Frankreich dann nach England. Glaube ich zumindestens. Ich glaube schon, ja. Das dürfte so hinhauen. Genau, irgendwo im nördlichen Frankreich fahre ich dann ins südliche England. Können wir uns nochmal kurz angucken. Dürfte jetzt Frankreich sein. Gott, ich verstehe diese Markierungen nicht. Also die Ländermarkierungen, die könnten echt ein bisschen besser sein. Auf jeden Fall sind wir in Frankreich, weil... Obwohl... Nein, wir sind in... Das sind Ländergrenzen, ne? Ach so, okay, dann sind wir jetzt in... Aber da war doch die französische Flagge. Ich weiß sicher, damit da gerade die französische Flagge war. Glaube ich zumindest. Die war doch. Oder war das irgendeine andere? Ich habe gar keine Ahnung. Oh Gott, ich bin so... Ich hätte da gerade besser aufpassen müssen. Das ist auf jeden Fall Frankreich. Aber wenn gerade meine Kartenkenntnisse richtig sind, dann sind wir noch in Deutschland. Und fahren jetzt gerade nach Belgien. Ich bin gerade verwirrt. Hier würde alles passen. Luxemburg ist noch so ein kleines Teil. Ja, das sind schon die Ländergrenze, ne? Genau. Da geht die Grenze hier hoch. Und dann sind wir hier. Das heißt, wir sind hier in Dingens, in Belgien. Und fahren hier dann nach Frankreich.
War das eine italienische? Oh Gott, ich habe das gar nicht im Kopf. Aber da war doch irgendeine Flagge. Entweder italienisch oder französisch. Fragt mich nicht, ich kenne mich nicht mit Flaggen aus. Naja, wir fahren einfach mal das Navi, weiß schon, wo wir hin müssen. Ist auch scheißegal, ob ich weiß, in welchem Land bin oder nicht. Gut, rechts alles frei. Jetzt darüber. So, eine Sekunde mal kurz. Vielleicht noch 10 Sekunden. So, der Sound dürfte jetzt gerade relativ beschissen gewesen sein, weil ich mein Mikro nicht da hatte. Und zwar habe ich zwar eine Möglichkeit gefunden, das Mikrofon zu muten, allerdings nur, wenn man ja kein Spiel geöffnet hat. Und ja, deswegen habe ich es gerade weggeschoben, um was zu trinken. Und ja, das hängt gerade so tief. Also das hängt von oben nach unten, das Mikrofon, damit der Popschutz jetzt das, oder halt allgemein das Lenkrad, den Popschutz und das Mikrofon.